Liebe Zuseherinnen, liebe Zuseher, ich mache ein Video, was ich schon vor längerer Zeit machen wollte. Ich habe zahlreiche Audioaufnahmen natürlich auch gemacht. Die sind leider alle verloren gegangen, über 500 Stück, wo ich sozusagen mit dem Weltempfänger neben einem Handy, ja, beziehungsweise auch neben Trafo und so weiter, die Messungen dokumentiert habe. Jetzt ist mein Messgerät hier diese Kamera, ja, diese wunderbare, wie heißt die noch schnell? Das ist eine Canon, da haben wir es, SX610HS. Dieses traumhafte Wunderwerk der Technik wird jetzt aktiviert. Ich wähle jetzt eine Nummer, ich zeige euch natürlich nicht welche. Ja, und die andere Seite weiß Bescheid. So, ich schalte mal ein, okay? Das ist das, was direkt ins Gehirn hineinfährt, ja? Weil es gibt über 300 Millionen Frequenzen, die für Mobilfunk verwendet werden kann. Und interessanterweise sind alle Mobilfunkfrequenzen auf militärischen Frequenzen. Hört sich hoffentlich gut an. Das hängt mit unseren Neuronenverbindungen zusammen. Ihr wisst ja sozusagen die Größe, Durchmesser der einzelnen Gehirnzellen und hier sollte man etwas hören. Gut, also das bedeutet was? Dass hier bei uns nichts zufällig geschieht und dass die Frequenzen mit großem Bedacht ausgewählt wurden, boiling the frogs, also sozusagen in Zeitlupe unsere Gehirne zermatschen, die sogenannten Matschbirnen. Es gibt Studien, wunderbare Studien, die eindeutig von sogenannten gentoxischen Veränderungen der Neuronenstruktur des Gehirnes sprechen. Was heißt das übersetzt? Dass unser Gehirn zu Brei wird. Na bitte, hier läutet es, aber hier muss ich abheben. Gut, das war's eh schon. Ende.